Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario 64! Letzte Part habe ich alle ersten Sterne fast gemacht, nur fast. Alter, ich muss sagen, Leute, das Spiel gefällt mir noch immer und ich merke gerade, ich habe eine... Papa! Egal. Los geht's, Leute, in die nächste Welt! In die zweite Welt, das ist die Nummer 2! Juhu! Lasst uns loslegen, Leute, lasst uns spielen! Lasst uns Spaß haben! Worms Fortress, Chip of Worms Block. Ah ja, ich mag dieses Let's Play jetzt schon. Ja, und ja, Kamerasteuerung, ich weiß, es funktioniert, danke Lakito. Hier haben wir eine Blume und die kümmere ich mich später. Hui! Die zweite Welt ist irgendwie die berühmteste, ich weiß nicht warum. Aber immer wenn man an Mario 64 denkt, dann höre ich meistens immer, ja, Jumps from Fortress, oder wie sie auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt nicht, irgendwas mit Steinen, oder? Ach, ich hatte das Spiel niemals auf Deutsch. Ich spiele die englische Version, weil es einfach irgendwie gleich ist und original. Originaler, sagen wir so. So, ich nebenbei, ich weiß nicht, warum hier ein grüner Block ist, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Er ist einfach nur so da. Okay, lasst uns weiter die erste Mission schaffen. Die erste Mission, die ist so geil. Und die Musik, die turnt mich auch an, yeah! Du, 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 du. Und wenn man neben der Pflanze steht, dann wird es eine Schlafmusik. Richtig geile, muss ich sagen. Haben die Programmierer schon geile Sachen gemacht. Und das, obwohl das Spiel ein Klassiker ist, ey. Schon so alt. Wenn man die neuen Marios anzieht, ja, pfff, was gibt's da so sagen? Die sind... Ey, ey, ey! Wow, das war knapp. Die sind nicht so gut, finde ich. Ich finde das hier noch immer irgendwie am besten. Neben Mario... Super Mario World und Super Mario 3. Ja. Und hier ist der Boss, Leute. Der Big Boss. Den müssen wir zerstören, damit wir einen Stern bekommen. Komm her, Freundchen. Komm her! Ja, wir machen mit Platz! Und wuhu! Und bam! Nein! Heute haben wir es mit 3D-Kompis, oder? 3D-Dimensionalität vor dem Win! Nein, ich will die Kamera nicht umstellen. Ich will die Kamera nicht umstellen! Wupp! Bam! Eins! Das geht besser! Ja, komm her! Hurra! Und tschüss, Mann! Einmal noch, dann ist er tot, Leute! Das weiß ich schon. Und... Whee! Ah, von daneben gesprungen. Und... Tschüss, Mann! Oh, nicht schon wieder! Nee, bitte nicht nochmal! Oh, pff, tot! Und das gibt uns einen Stern! 6 von 120, Leute! Es läuft! Es läuft, es läuft, es läuft! Ein Hase! Chip of Worms Block! Yeah! Auch diese Mission ist es geschafft! Whee! Und hier ist ein Toad! Hallo, Kleiner! Geht's denn so? Es war Pause, der das alles gestohlen hat. Ich hab's in eigenen Augen gesehen und ja, ich rede eh nur Blödsinn. Ja, solange mir keinen Stern gibt, es gibt nämlich Toads, Leute, die geben euch Sterne. Gratis! Doch dazu viel später. So, gehen wir in die nächste Welt. Die nächste Welt mit 3 Sternen der Erforderung. Die Schneemannwelt. Woo, yeah, die ist nice. Ich mag Schnee. Mögt ihr auch Schnee? Könnt ihr mir Kommentare schreiben, Leute. Schnee, cool, cool mountain, slip sliding away. Ah, die Musik ist auch geil. Und wir sind auf einem Berg, Leute. Ganz oben. Und hey, nicht hinunterfallen. Der erste Stern ist da drin, Leute. Da, in diesem Haus. Im Haus vom Nikolaus. Sagt man irgendwie immer. Ist es wahrscheinlich auch. Und was steht denn hier eigentlich? Hey, Moment. So. Willkommen zum Schneerutschen. Okay, dann los geht's. Wuhu. Schneerutschen, die blaue Mütze auf jeden Fall nehmen, Leute, und die Rätskaffe in den Harten nehmen. Woo. Du, du, du. Ah, die Musik hier, die ist immer nice. Yeah, und wenn man jetzt hier nach rechts fährt, dann ist hier ein kleiner Geheimgang. What the hell, denkt man sich. Auf das muss man auch mal kommen. Ich bin da erst gekommen, wenn ich so 10 Mal gespielt habe oder so, Leute. Vorhin gar nicht. Habe ich per Zufall gefunden. Autsch. Yeah. Wo bin ich jetzt eigentlich? Und wo ist der Stern? Ah ja, stimmt. Man muss rausgehen. Heieiei. Und da ist der Stern. Ein sehr kurzer Stern, aber das Level ist geil, Leute. Das werden wir noch genauer erforschen, aber ich mag die Schneewelt. Sie ist so geil. Yeah, it's nice. Was anderes sagt, der gefällt das Spiel einfach nicht. Yeah! Stern Nummer 7 von 21. Ich hab 7... Nee, nicht mal 7% geschafft. Das wird noch dauern. So, ein Stern hier, ein Stern da. Und hey, hier steht was. Hi!
Drücke Z und A und dann, ja, das ist der Rückwärtssalto. Hui! Z und A. Bei mir sind das zwei andere Tasten, aber egal. Das ist Nebensache. Moment, ich habe 7 Sterne. Ich glaube, ich kann schon dahin, oder? Okay, Moment, ich habe nur was gesucht, Leute. Es ist noch nicht da. Vergesst das, was ich jetzt gesagt habe. Einfach jetzt weitergehen. Nämlich in der ersten Welt wieder. Ich gehe hier rundherum. Ich genieße das ganze Schloss. Yeah! In die Bomb-Welt. Bomben. Ich mag Bombenstimmung. Food Race with Cooper the Quick. Ja, wir müssen ein Rennen veranstalten. Ein Rennen. Hey, hallo Pop-Oms, wie geht's euch so? Hallo. Hallo. Danke, Mario. Die große Pop-Omb ist weg und so. Danke, danke, danke. Bitte sehr, kleine Pop-Omb. So, und wir müssen ein Rennen veranstalten mit diesen großen Cooper-Leute. Hey, Mario. Ist das wahr, dass der große Pop-Omb weg ist? Cool. Du musst sehr stark sein und sehr schnell. Aber wie schnell bist du wirklich? Na, wollen wir ein Rennen veranstalten? Los, geht's! Okay. Ein Rennen gegen den großen Cooper! Wer ist schneller? Mario oder Cooper? Ja, ich würde mal sagen, man hat sehr viel Zeit, Leute. Wenn man sogar Glück hat, hat man hier bis zu 5 Minuten Zeit, weil der Cooper einfach mal hin und mal backt, wenn er Lust hat. Aber es ist chillig, die Mission. Auf einmal sind hier 3 Kugeln, vorhin waren hier 2, jetzt sind hier 3. Genauere Beobachtungen haben ergeben, dass die 3. Kugel von hier oben kam, aber es ist egal. So, einfach schnell rennen! Woohoo! Yeah! Geile Sache! Irgendwie bin ich so langsam unterwegs. Und ich habe nicht gebremst. Die Musik ist einfach nur geil. Whee! Und nochmal! Achtung auf die Kugeln, Leute! Es kommen hier lauter Bonbonskugeln raus! Man kann sie leider nicht essen. Leider! Würde ich gerne machen. Wie schnell wiegt so eine Kugel? Wahrscheinlich eisern hart oder sie macht eure Zähne kaputt oder mir fehlen noch andere 10 Sachen ein. Ich wollte jetzt Seitwärtssprung machen. Egal. In 1,07 und 9 geschafft und der ist irgendwo da unten noch. Hallo, wo bist du? Hey, Cooper, der Schnelle! Cooper? Ah, da kommt er ja. Dauert aber, hey, meine Güte. Hat man ja unendlich Zeit hier. Hui! Kann ich hier ein bisschen spielen hier. Yeah! Hallo, Freundchen. Du bist wirklich schnell. Boah, Alter, meine Schwede. Du hast fair gewonnen. Hier, bitte. Danke. Und das ist der Stern Nummer 2 in dieser Welt. Yeah! Here we go! Stern Nummer 2. Und Nummer 8 insgesamt. Läuft doch, Leute. Es läuft, läuft, läuft. Weil ich jetzt mal Lust habe. Ah, wir haben genug V-Sterne, um in den ersten Boss zu machen, Leute. Allerdings mache ich den erst, wenn ich hier alle Sterne habe. Ist immer so. Da warte ich. Also gehen wir nochmal in die Bomb-Umwelt. Bomben! Bomben. Shoot to the island in the sky heißt die Nummer 3. Hey, es reimt sich sogar irgendwie. Jetzt kann man nämlich etwas machen. Hier ist nämlich eine Plattform, die war vorhin auch schon da. Wenn man den Pop-Bomb jetzt anspricht, ansprechen habe ich gesagt! Ich sage immer, es ist problematisch, dass die gleiche Taste stark ist wie sprechen. Das ist, ja. Wir sind's, friedliebende Pop-Bombs und so. Boah, Arsch! Ja, danke für mich, dass du die Bombe auspackst. Nicht die Bombe, sondern die Kanone, Leute! Wir spielen Zirkus und Mario kann jetzt Zirkus-Spaß machen mit Kanonen. Man kann die Kanone auch benutzen, um gegen den Cooper zu gewinnen. Allerdings ist das ein bisschen, naja, langweilig. Ich finde den Normallauf besser. Da oben ist der nächste Stern, aber ich laufe jetzt mal hier lang! Woohoo! Man kann nicht von vorher auf die Insel schießen. Und wenn doch, wäre es mir neu. Au! Wo habe ich hingeschossen? Meine Güte. Das ist ja voll daneben gewesen. Egal, laufen wir mal in die Nähe hin, wo wir hinkommen. Ich glaube, man merkt ehrlich, dass ich das Spiel genieße, Leute. Und Moment, bevor ich hier weitergehe, nehme ich mir den Panzer! Und da ist die Sternmusik, Leute! Die kürzeste ever. Ja, Jump, weg mit dir. Die kürzeste Sternmusik. Nächstes Mal hören wir sie wieder, wenn ich die Welt besuche. Juhu! Macht Spaß! Und warum ich keine Münzen sammle, Leute? Die kommen später. Für 50 Münzen gibt es nebenbei ein One-Up, falls ihr es mal benötigt. Ich selber brauche nicht so viele Ups in dem Spiel. Noch nicht. Erst später. Aber ich werde sie vielleicht mal brauchen. Mal sehen, wie ich mich anstelle. Und hey, warum kommt da 2 Kugeln?
Da ist eine Kugel! Achtung! Murmeln auf 12 Uhr! Leute, spielt nicht so viel mit Murmeln! Mario läuft da runter! Bald wird Murmelspielen verboten, nein! Juhu! So, hier drüben ist nämlich auch eine Kanone, die ist automatisch offen, wenn man die Bombe angesprochen hat, die lilare oder rosane. Eher rosa, nicht lila. Rosa, meine Güte, wie ich warm blend. So, nämlich in die Sonne schießen! Nein, leider nicht. Sondern zum Baum. Moment. Ah Mann, Kanone. Was bist du heute so ungenau? Weiter rechts? Nein. So. Und stopp! Nein! 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 Ich hab Stopp gesagt! Ah! Was soll das? Mann! Mann, was gibt das für Sachen? Wie das Ganze hinauflauft, Leute. Aber ich kann euch trösten, hier ist auch eine Kanone. Yeah! Eine kleine Abkürzung für nebenbei. So, nee, ich glaube nicht, dass sie das schafft. Also schießen wir da hinauf! Juhu! Und, geht sich das aus? Yeah! Passt doch, Leute. Ist eine geile Abkürzung. Nämlich da unten ist jetzt die Kanone. Yeah! Die geilste Abkürzung ever. Jetzt aber, komm. Nicht so hoch. Ah, das ist halt die Situation genau, Leute. So. Jetzt aber! Haha! In den Baum! Nein! Danke. So, der Stern ist nämlich in dieser Kiste drin. Yeah! Hallo Sternchen! Stern Nummer 9! Yeah! Läuft doch super, Leute, ich bin erst bei 11 Minuten. Meine Güte, es geht doch richtig schnell. Shooter Island in the Sky, Nummer 9. So, ich mache jetzt nicht den nächsten, sonst wäre es ja langweilig, immer die gleiche Welt zu sehen. Ich mache Abwechslung, Leute. Ich mag die Abwechslung. Einfach in die nächste Tür gehen. Moment, Schneewelt hat wir. Okay, machen wir nochmal. Die Schneewelt ist einfach geil! Schneewelt! Schneewelt! Whippla! Hineingesprungen mit Saltor. So gehört sich's. Little Penguin Lost heißt die Version. Ich hasse sie. Okay, sie ist eigentlich kurz, aber wenn man so was wie ich macht, dann ist es crazy. Hallo? Den hier nehmt ihr auf jeden Fall mit, Leute. Den braucht ihr nämlich. Moment, komm her. So, und jetzt weint der Süße. Und mit dem muss man jetzt rutschen, nämlich. Moment. Oh, genau. Moment, das geht. Au. Hierher. Ja, ich bin in die Nähe gekommen. Hey, bleib hier! Boah, bitte nicht, geh nicht hinunter zum Abgrund, mein Freundchen. Wenn der zum Abgrund geht, Leute, könnt ihr gleich die Welt verlassen. So. Man muss nämlich mit dem Kleinen hier zur Mutter. Und die Mutter ist die hier. Da, dein kleiner Kind. Boah, du hast mein Baby gefunden! Geil! Wie kann ich dir nur danken, Mario? Ich geb dir das hier. Dankbarkeit ohne Ende. Ja, ein Stern für einen kleinen Pinguin, Leute. Es gibt noch einen kleinen Pinguin in dieser Welt, Leute. Der ist, Moment, da oben, beim Kamin. Allerdings ist das das falsche Baby. Das gehört keine Ahnung wohin. Das ist einfach nur da. Zum, naja, man könnte sagen, es ist einfach nur da. Fertig. Es gibt keinen Grund. So, Little Penguin Lost. Eine der kürzesten Missionen. Wollen wir nächste Runde gehen, Leute? Safe. Immer wieder speichern. Ansonsten, ja, kann es hier zu Unfällen kommen. Es kann zu Unfällen kommen, meine Leute. Bitte fahren Sie vorsichtig. Und achten Sie auf Erscheinungen im Balkon. Das mache ich später. Da erscheint jetzt nämlich die Sonne rein, Leute. Und das ist ein kleines Sequel. An das muss man auch mal kommen. Wenn ich erst beim zweiten Mal spielen oder so komme, habe ich einmal die Türen geschaut. Und ja, auf einmal war ich woanders. Ist was Geiles, muss ich euch sagen. Falls ihr es nicht kennt, yeah! In die nächste Welt hinein und den letzten Stern schon für diesen Part, glaube ich. Je nachdem, wie schnell ich bin. Ich bin schon bei 15 Minuten. Meine Güte! Die Zeit vergeht. Immer schön Sterne sammeln, Leute! Sterne sammeln. Ich bin sternesüchtig. Juhu! Und gleich mal hier gelandet. Ey! Komm ja nicht runter, mein Freund. Jetzt wäre ich fast plattgewalzt worden. Plattgewalzt! So, Moment. Ups. Wie findet ihr eigentlich die Musik, Leute? Findet ihr sie oldschool oder einfach nur zum Anhören? Oder findet ihr besser als wie mein Kommentarstil? Gibt's ja auch solche Leute, ne? Ich weiß es ja nicht. Die zweite Mission ist eigentlich einfach. Es ist dieselbe wie die erste. Man muss ganz hin oben hinauf. Ganz hin oben. Der Turm war vorhin nicht da. Der ist neu. Vorhin war hier der große Twomp, oder wie der heißt. Und da oben ist jetzt der nächste Stern, Leute. Den muss man auch mal kommen.
Ups. Okay, Mission ist eigentlich... Die Beschreibung sagt ja schon, ganz oben am Turm. Wenn man die Welt sich anschaut, dann ist auf einmal ein Turm da und dann kommt man drauf, ah ja, stimmt, da war doch was. So, Sternnummer 11. Es läuft doch, Leute. 11. Wenn ich 12 hätte, hätte ich 10%. Wisst ihr was, Leute? Ich mache noch einen. Dann haben wir 10% des Spiels geschafft. 10%, das sind mehr wie 9. Und ich glaube, weniger wie 13. Könnte sein, ne? So, nämlich sind diese, oder? Die Sterne dauern relativ lange. Ach, mach mir einfach. Mach mir einfach! Das schaffen wir noch in dem Part. Zumindest ich schaff's in dem Part. Gehe ich mal davon aus. Can the Eel come out to play? Kommt der Aal heraus zum Spielen. Und die Musik ist wieder chillig. Oh, chillig. Yeah, chillig. Chillig. Dum, 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 dum. Und bringen ins Wasser! Yeah. Die zweite Mission ist relativ nervig, wenn man nicht umgehen weiß. Im Wasser. Und ich sollte schon die Münzen nehmen. Münzen füllen die Energie auf, falls euch die Luft ausgeht. Hey, mir geht die Luft aus. Ich fange die Münze. Müsst ihr auch mal probieren, Leute. Geht ins Schwimmbad, nehmt eine Münze mit und schaut, ob ihr eure Luft länger anhalten könnt. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der Aal ist jetzt nämlich hier, Leute. Hier ist ein Aal. Der war vorhin im Schiff, das vorhin versunken war. Bevor ich so denke, will ich nochmal kurz meine Luft auffüllen. So, Münzen. Gib mir Münzen. Ja, 3 Stück. So. Der Aal, der kommt nämlich raus, wenn man knapp neben ihm ist. Wow! So. Ja, komm raus. Komm raus, Süßer. Komm. Na, au! Ja, das war zu nah. Auf jeden Fall kommt er jetzt raus und bei ihm am Ende des Aals ist ein Stern. Komm, schnapp in dir, Mario. Schnapp in dir! Schnapp in dir, hab ich gesagt! Ey, du sollst ihn schon nehmen. Oh oh, auftauchen! Mir geht die Luft aus! Wow, Leute, das wird knapp! Auftauchen, auftauchen, auftauchen! Ah, boah, ein Strich war ich noch, ey. Meine Güte, war das knapp. Puh, Alter. Okay, jetzt will ich aber den Stern haben. Wo ist er? Da. Ah, komm raus, wir wollen spielen. Wir wollen... Nein, oh, es ist wieder drin. Mann! Ah, komm raus. Komm raus. Ja, ja. Komm, komm da. Komm raus. Und? So, schnapp die in dir. Haha! Got it! So gehört sich's! Haben wir es vorhin nicht so gemacht? Ja, keine Ahnung. Einfach so. Stern Nummer 12! 10% des Spiels geschafft! So Leute, nächstes Part geht's weiter, da werden wir wahrscheinlich mehr wie 10% haben! Also, freut euch auf den nächsten Part und auf epische Skill-Fails-Anlagen. Bis zum nächsten Part und tschüss! Whee!